Und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Wir fliehen geschwind von diesem Gangangriff, denn wir haben etwas vor heute. Nicht wahr? Denn mit mir dabei ist wieder mein Buddy, der liebe Charlie. Und er sagt bestimmt auch mal Hallo für euch. Hallöchen, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Wir sind auf der Flucht. Wir wollten gar keinen Gangangriff starten, genau. Ja, aber wir haben sie schon abgehängt, glaube ich. Ja, wir sehen auch schon, er sitzt rechts im Fensterleinchen, beziehungsweise links. Warum komme ich auf rechts? Ich weiß es nicht. Aber links im Fensterleinchen, da sitzt er. Tja, wir wollen heute mal vom höchsten Berg runterfahren. Mal wieder. Mal wieder? Mal wieder. Nur haben wir das Problem, dass mit dem Fahrzeug, mit dem wir fahren wollen, das übrigens gerade nicht da ist, komischerweise, mal wieder. Kommen wir einfach nicht hoch. Ja, wir haben heute ein bisschen Probleme hier. Den Cargo-Bob finden wir jetzt neuerdings auf Anhieb, aber wenn wir hier was anderes suchen, wie zum Beispiel einen großen, gelben Müllwagen, dann finden wir den natürlich nicht. Genau. So, ich fahre immer im Kreis. Das hat eben auch geholfen, dass ich fahre. Ich fliege mal wieder im Kreis, oder? Ja. Fahren Hubschrauber oder fliegen Hubschrauber? Ich weiß, dass Luftschiffe fahren. Ein Hubschrauber fliegt, ein Zeppelin und ein Heißluftballon fährt. Na gut, dann fliegt der Hubschrauber halt uns eben jetzt einmal im Kreis. Wir hoffen, dass vielleicht durch Zufall wieder drei Stück einmal da stehen, wie sie es eben auch taten. Das wäre super. Vor allem, weil der eine eigentlich, den habe ich hier nicht mitgenommen, der müsste eigentlich noch da in der Ecke stehen, aber da stand keiner. Ja, wir haben uns wahrscheinlich zu weit hiervon entfernt, von dem Steinbruch, und dann verschwinden die leider alle. Soll ich mal rausspringen und mal gucken, ob es was bringt, wenn ich hier ein bisschen rumlaufe? Nee, ich glaube, ich lasse dich mal hier drin. Eben ist auch einfach so nach der Zeit aufgeploppt. Natürlich jetzt okay. Doof, dass wir hier... Berg. Ja, ich habe den Berg gesehen. Ich hatte auch... Also wir hatten schon mal geschafft, einen Kipplaster mitzunehmen. Sogar zweimal. Nur das Ding ist einfach so riesig, dass es nicht ganz so einfach ist, ihn dahin zu bringen, wo man es gerne hätte. Ganz genau. Zu manövrieren wird dann ein bisschen schwer mit so einem riesigen Kipplaster. Ihr habt der fliegt ja auch ein bisschen. Ihr habt den Einspieler vielleicht am Anfang gesehen. Wenn das passiert, wenn ihr mit einem Kipplaster unter einem Cargo-Bob fliegt und fahrt. Ganz genau. Das ist lebensgefährlich. Macht das nicht nach. Lebensgefährlich, ja. Absolut. Auch wenn es ein bisschen buggy aussah, ganz ehrlich. So, wir fliegen nochmal hier drüber. Vielleicht haben wir jetzt ja Erfolg. Hallo. Ist da ein Kipplaster? Habt ihr einen Laster für uns? Einen großen, gelben? Hallo? Sieht schlecht aus. Ich war doch eben noch hier. Mann, ich bin ja nicht blind. Was machst du denn da? Du bringst dich also gerne selber um. Ich bin heute ein bisschen suizidgefährdet, aber auch nur heute. Ach, nur heute? Ja, ich kann dir gerne dabei helfen. Ich habe noch einen Freund. Ich hatte gehofft, es bringt was, wenn ich hier in der Baustelle ein bisschen rumlaufe, hier im Steinbruch. Ich habe einen Freund Kalasch, der hilft dir gerne. Ein Freund Kalasch? Ja, mit dem Nachnamen AK-47. Nikov. Genau. Kalasch, aka AK-47, Nikov. Genau. Mein Name ist Nikov. Kalasch, Nikov. Genau, der gute alte Niko. Der Niko und der Kalasch. So, ich entferne mich gerade auch nochmal und steige jetzt hier mal in ein Auto, wenn ich eins finde. Mal gucken, ob's... Es muss ja zu schaffen sein, dass wir hier einen Laster kriegen. Mensch. Was machst du denn da hinten? Du bist ja immer noch auf der Baustelle. Das gleiche, was du machst. Ich entferne mich von der Baustelle und kehre dann nachher zurück, um zu gucken, ob ein Kipplaster da ist. Ob er da ist. Was? Huch? Ja, Huch, ich habe gerade aus Versehen eine Mission hier angenommen, aber das will ich ja gar nicht. Mein Auto ist noch irgendwo da hinten. Ja, vielleicht hilft das ja. Hallo. Kipplaster. Hallo. So, ich würde diese Mission, die ich aus Versehen angenommen habe, gern wieder abbrechen. Es kann natürlich auch an der Tageszeit liegen, dass jetzt gerade keiner da ist, weil es wird ja schon Nacht. Und wer arbeitet denn auch schon gerne nachts? Das sollte die Kipplaster aber nicht stören. Die müssten ja eigentlich trotzdem hier auftauchen. Ja, wer weiß, vielleicht ist das wirklich Uhrzeit gesteuert. Ist das ein U-Boot?
Was? Sah nur so aus. Ich sehe dich da hinten auf jeden Fall mit dem Cargo-Bob rumfliegen. Ja, ich fliege hier geschmeidig wie eh und je mit dem Cargo-Bob rum und erhöhe dadurch auch mal meinen Fliegen-Skill, der ja immer noch recht niedrig ist. Wir sehen es ja nicht, weil der zweite Balken haben wir erreicht. So ja. Schlecht können wir fliegen. Lalala. Oh, follow me. Oh, das sind ja komplette Flugzeuge. Wir haben kein Glück. Hier ist einfach gar nichts. Wir haben kein Glück. Das Glück ist uns nicht hold. So, ich fliege mal durch diese Stromkabel hier. Das sieht nichts. Tell, liebe Kinder, ihr könnt doch mit Stromkabel spielen. Nein, natürlich nicht. Messer, Gabel, Schere, Licht und Strom ist für kleine Kinder nicht. Cargo Bob, vielleicht sind wir nicht bald genug weg gewesen. Ja, dann entfernen wir uns noch mal ein bisschen. Ja, ich schau mal gerade beim Meer nach. Vielleicht haben wir ja noch was anderes Schönes, mit dem wir spontan andere Sachen machen können. Mhm, mach das mal. Wie zum Beispiel Alamosee tauchen, das wäre auch mal was Interessantes. Stimmt. Vielleicht finden wir da irgendwelche Schätze. Ich bin wieder tot. Nee, du bist wieder tot? Was machst du denn da? Warum sehe ich, dass ich auf der diesmal, Karte... Diesmal kein Selbstmord. Kann das sein, dass du nicht bei mir in der Karte bist? Doch, das ich bist hab du. Dich doch gerade noch mit dem Cargo-Bob da rumfliegen doch, das sehen. Bist du ja, ich sehe dich auch gerade. Ah, da ich habe hier gerade wieder mehr aus Versehen als mit Absicht einen Gang-Angriff gestartet. Warum machst du denn sowas? Ja, das klappt wieder alles nicht hier, wie wir uns das vorstellen. Du kennst das doch. Da steht übrigens ein... Da steht übrigens immer noch mein Auto rum. Vielleicht das habe ich aber gerade nicht gefunden, das Auto. Doch, da steht ja noch irgendwo. Wir sind der Karte noch da angezeigt. Aber es wird dann noch angezeigt. Okay. So, haben wir hier vielleicht irgendwo ein U-Boot versteckt? Das sollte hier irgendwo sein. Nö, hier ist kein U-Boot versteckt. Am Alamosee? Nein, nicht am See. Am Strand, im Meer natürlich. Ach so, okay. Aber da ist ja, gerade du machst gerade ein bisschen Sightseeing mit den Leuten, während ich hier den Gangangriff genau. Bestreite. Ja, bestreite mal, mach mal Action und ich mach keine Action. Der Akku für Controller 1 ist fast leer. Bitte schließen Sie das Ladekabel an. Ja, gleich. Erstmal muss ich hier aufräumen. Warum ist dein Akku schon wieder leer? Warum machst du sowas? Warum bereitest du dich nicht vor? Ich werde dich daran erinnern, wenn dein Akku nachher leer geht. Nö, nee, ich bin ja vorbereitet. Meiner ist voll. Ich glaube, beim letzten Mal ist dir auch der Saft ausgegangen. Ja, aber das bei GTA. Da war ja noch eine lange Demon's Souls Session vorgewesen. Glaube ich. Ja, und bei mir läuft GTA nun heute ja auch schon ein paar Stunden. So ist das ja nicht. Ach was, das war doch keine Stunden. Wir haben doch nur eine Stunde Golf gespielt. Stirb, bleib liegen. Bleib du Wurm. Liegen, du jämmerlicher Wurm. Also so, du auch. Oh. In den Staub. In den Staub. In den Staub, ihr jämmerlichen Wichte. Jämmerlichen Narren. Tja, immer noch kein Flügel. Ihr Narren. Ich glaube, das liegt wirklich ein bisschen an der Uhrzeit zusammen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie den nächsten Tag im Himmel kommen. Oder der Charlie ist einfach viel zu nah hier doch dran. Das kann natürlich auch sein. Der Charlie ist gleich tot, wenn er so weitermacht. Also wieder. Nicht tot, sondern wieder tot. Mal wieder ist er tot. Warum lässt du dich immer so töten? Boah, wie viele sind denn das noch? Ich werde hier überhaupt nicht fertig mit dem Gangangriff. Ja, ich kann ja nicht aufsteigen. Kommt immer mehr. Habe ich eigentlich noch einen Fallschirm? Ja, ich könnte einfach so aussteigen. Möchte ich aber nicht. So, da bin ich wieder tot. Ich habe eine Kamera von oben. Man muss dazu sagen, dass ich diesen Gangangriff gerade nur mit einem Pistölchen bestreite, weil ich out of Muni bin. Ich muss ganz dringend meine Munition einkaufen. Du hast schon wieder. Das habe ich, glaube ich, auch vor der Aufnahme schon 5-mal gesagt. Du hast schon wieder keine Munition. Ja, nicht schon wieder, sondern immer noch keine. Nicht schon wieder keine. Das ist ja irgendwie schon wieder. Das ist ja irgendwie immer dein Problem. Tja, wenn man stirbt, verliert man hier auch Unmengen an Munition, ne? Ja, und Unmengen an Geld. Man ist irgendwie sehr pleite. Unmengen an Geld. Ja, und man gibt da nicht mehr gerne viel Geld aus für In-Game-Money. Das lässt man lieber bleiben. Stirb, du Wurm. Du jämmerlicher Wurm. Ach, ist das nicht schön, dieser Blick auf den See.
Und eigentlich wollten wir den Cargobob genau auf diesem Berg oben aufsetzen. Den Cargobob, sage ich schon, den Kipplaster. Aber der Charlie hält im Auge, ob da wirklich irgendwann mal wieder ein Kipplaster zurückkommt. Im Moment habe ich nichts Gutes zu berichten. Das ist schade. Oh, so lucky. Dann schaue ich mal, ob ich irgendwie ein Boot oder sowas bekomme. Könntest du natürlich auch einfach zu mir kommen und mir mal bei dem Gangangriff helfen? Ja, dafür ist ja zu spät. Dafür ist zu spät? Bis ich da bin, dafür ist es nie zu spät. Bis ich da bin, ist alles vorbei. Nee, es sind noch 4 Gegner übrig und ich bin fast tot. Das ist doch die Gegner. Bis ich da bin, dann sind die 4 Gegner tot. Oder du. Also kann ich dir nicht mehr helfen. Bleib liegen. So, noch 3. So, ich muss mich gerade orientieren. Muss ich nach links oder muss ich nach rechts? Ich glaube, ich muss nach links. Da ist es. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn es überhaupt da ist, ist natürlich noch eine andere Frage. So, wo versteckt er sich? Ich sehe ihn nicht. Der schießt irgendwie von oben. Ist natürlich gerade wieder ein bisschen unpraktisch, dass wir so weit auseinander sind, aber... Und ja, und jeder, die Action mitbekommt, nicht mitbekommt, die du gerade veranstaltest. Und es ist da, so. es ist da. Ist ja gar nichts, was ist das denn? Ach, da oben hat er sich versteckt. Okay. Wie, da versteckt sich der? Ach, das ist nur ein Boot? Normales Pissboot. So, Freund, leg dich hin und bleib liegen. Heute klappt gar nichts. Hier ist nicht mal ein U-Boot. Nee, wir haben echt kein Glück hier. Doch, das ist ein U-Boot. Nee, was ist? Nee, das ist ein. Ach, ein Sea Shark. Toll. Ich komme mal wieder zurück. Vielleicht sind jetzt wenigstens Laster da. Ich blute, das passiert rein gar nichts. Wie langweilig kann ist das? Kann leider denn? Im Moment nicht gucken. Was macht ihr wegen Quatsch da? Oh, endlich. Meine Güte, Gangangriff bestanden. Ja, siehst du, wenn ich da bin, es ist 1000 Mal geschafft. Guck mal, ich bin jetzt erst wieder auf dem Weg zurück. Ja, wunderbar. Ich bin um 500 Erfahrung reicher und gehe jetzt mal hier ein bisschen Geld und Munition aufsammeln. Was ist denn das denn wie ein kleines Western-Dörfchen? Das kenne ich ja noch gar nicht. Was kennst du nicht? Hier ist so ein kleines Western-Dörfchen. Okay, cool. Und an der Wetterstation, wie das aussieht, da liegt sowas dran. Was ist denn da dran? Und da gibt es ja auch immer noch auf dem anderen hohen Berg, wo wir noch nie drauf waren. Da ist ja noch diese komische. Diese komische Sekte ist ja noch vertreten. Ja. Die können wir natürlich irgendwie mal bei Zeiten zeigen. Ja, bei Zeiten zeigen. Wenn wir, zeigen bei Zeiten. Genau, wenn wir Glück haben, ist aber jetzt ein Kipplaster da. Du bist immer noch im Cargo-Böppchen unterwegs? Ich bin immer noch im Cargo-Bob unterwegs, ja. Okay. Und ich fliege einfach mal so über das Wasser, damit es ein bisschen spannender wird. Der kommt gar nicht mehr hoch. Ich sehe das Wasser gar nicht. Natürlich sehr schlecht. Das sind gleich lieber ein bisschen oben. Ach, jetzt bin ich genau auf der anderen Seite von der Baustelle. Ich laufe auch nochmal gerade zurück. Vielleicht ist ja ein Kipplaster da. Kipplaster. Mhm. Kipplaster. Ich brauche heute ein Kipplaster. Sonst wird das mal wieder nichts. Und wir heulen die ganze Nacht. Ja, diese ganze Aufnahmesession wird wahrscheinlich ohne den Kampfwunsch stattfinden. Das haben wir in der letzten Folge schon mal erzählt. Der hat irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Internet. Darum laufen wir im Moment wieder nur zu zweit hier rum. Ich glaube, wenn der Kampfwunsch dabei gewesen wäre, dann hätten wir direkt einen schönen, schönen kleinen, wie auch immer, was auch immer bekommen. Oh, hier liegt ein Bus. Ach, da wäre alles gespawnt, wenn der Kampfwunsch dabei gewesen wäre mit seinem Level 60 oder 50 oder so. Das ist, kann ich gar nicht mitnehmen. Ich dachte, wenn jetzt ein Bus oder sowas irgendwann mal so mitnehmen könnte. Aber ja. Nein, kein Bus. So. So, ich muss leider traurige Nachrichten überbringen. Es ist kein Kipplaster da. Ja, du bist aber die ganze Zeit nicht weggelaufen. Das kommt bestimmt davon. Quatsch, ich war ja weg. Weit genug. Ja, nicht wirklich. Ich war immer noch auf dieser Baustelle hier. Weit genug. Also nicht weit genug. Weit genug weg. Es ist nicht weit genug weg. Lalala, wo ist denn... Oh Mann. Wissen wir, was jetzt den kaputten da auf, sondern gehen da irgendwo vielleicht noch rum. So.
Wo ist er denn? So, ich bin's leid, zu Fuß hier rumzulaufen. Ich lasse mir mal gerade von meinem Mechaniker ein Autochen kommen. Bringen. So. Ach, da hinten ist er. Was, wo? Was, wo? So, danke, lieber Mechaniker. Kannst Feierabend machen für heute. Was zum Ecker? Warum kommt jetzt hier ein Kopf vorbei? Ist das ein Spieler? Nö. Hä? Schießt auf mich. Ja, der schießt auf... Der schießt auf den da unten, wo ich dachte, das wäre, Das bist du nicht. Das ist der hier unten. Ja, aber der wird gar nicht auf der Karte markiert, der Freak hier. Das ist ja... Es gibt manche Spiele, die können das ausschalten. Die fragen auch, ob ein Spieler ist. Wie krass, wie kann man denn ausschalten, dass man auf der Karte nicht angezeigt wird? Der war überhaupt nicht markiert. Das kannst du nachher kaufen. Ah. Oh Gott, das jetzt nicht. Ja, mein Fahrzeug wurde beschlagnahmt von der Polizei, ist klar. Warum das denn? Ey, ich könnte ja schon wieder... Das ist ja zum Haare raufen hier. Was? Der schießt auf mich. Nee, mein Freund. Jetzt ist meine Muni wieder weg, ne? Der schießt auf mich. Das ist unglaublich. So. Das war's mit ihm. Oder auch nicht. Nee, das war's nicht mit ihm. Was ist denn los hier? Und auf einmal sind es zwei. Sag mal, bist du eigentlich noch da? Ich bin doch da, ja. Bist du still gewesen? Fassungslos. Ausdruckslos. Ja. Fassungslos, meinst du? Fassungslos. Aber er ist gerade gestorben. Mein Cargo-Bomb ist irgendwie kaputt. Er hat einen Raketenwerfer draufgeschossen. Sag mal, hier sind wieder Agro-Spieler unterwegs, ne? Aber sowas von. Boah, sag mal, wie viel hält denn der aus? Das ist ein Cheater wahrscheinlich wieder. Du hast ja schon mal gesagt, die gibt es hier. Ja, allerdings. Die sind übrigens zu zweit oder sogar zu dritt. Ich durchschaue es gerade nicht. Vor allem, ich habe den mit einer Haftbombe in die Luft gejagt und er hat es überlebt. Ne? Ja, ich sag ja. Cheater! Dreck-Cheater! Verdammte Säcke da! Ihr dreckigen Cheater, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Nö, ich auch nicht. Vor allem, es hat ja hier gerade sowieso nichts geklappt. Mein Auto ist jetzt nämlich auch weg. Das ist super. Wir könnten den Cargo-Bob wir könnten jetzt natürlich den Cargo-Bob nehmen und dann Auto wieder beschaffen. Wenn ich dann jemals lebendig aus diesem Kessel hier rauskomme. Versuch gar nicht erst, sie zu töten, das klappt nicht. Einen habe ich jetzt gerade umgehauen, der aber sofort wieder aufsteht und dann irgendwie von der anderen Seite auf einmal kommt. ich habe keine Ahnung. Das bringt nichts. Das ist einfach irgendwelche dreckigen Cheater. Jetzt ist er gerade gestorben, warum auch immer. So, ich hätte ja gern ein Autochen. Die Polizei macht mich hier fast platt. Ja, ich ruf mir kein Auto. So platt. Nee, es ist auch besser so. Sonst, Will ja weg. Oder schießt ich schon wieder mit Raketenwerfern auf mich. Toll. Haben die einen Raketenwerfer oder was? Ja, die haben Raketenwerfer. Ja, warum denkst du, haben die eben im Cargo überhaupt abgeschossen? Ich wollte die eigentlich eben nur aufsammeln. Also, beziehungsweise Boah, ich wollte die nicht Typen, die nerven so dermaßen. Ich wollte nicht eigentlich nur aufsammeln. Jetzt reicht es mir. Warte mal gerade. Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Moschau. Ciao, ciao.